Eine Woche lang hatten rund 130 Mädchen und Jungen der Elwin-Röske-Grundschule in Elmendorf und Aschhausen geprobt. Am Freitag brachten sie Mozarts Zauberflöte auf die Bühne. In der musikalischen Projektwoche angeleitet und bei der Aufführung begleitet wurden die Schüler von den Sängern der jungen Oper Detmold. Dessen Leiter und Tenor Stefan Lindemann sowie Bariton Matthias Kleinert und Sopranistin Dominika Kosic unterhielten mit den Kindern Hunderte von Eltern und Großeltern, Onkel und Tanten. Seit fast 2 Jahren bietet die junge Oper das Zauberflötenprojekt an. Und das hat in den Schulen eingeschlagen, freut sich Lindemann. Nahezu jede Woche macht er aus Schülern Opernsänger. Und die verblüffen ihre Eltern bei den Auftritten immer wieder.